Medien mit Weider. Oh, hallo. Guten Tag und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Podcasts Medien mit Weider. Computerspiele haben eine Vielzahl negativer Assoziationen. Sie machen dumm, sie fördern das Übergewicht, aber inzwischen geben laut Statista ein Zehntel aller Jugendlichen über 14 Jahren an, häufig Computerspiele zu spielen. Gibt es also gar keine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für Computer- und Konsolenspiele? Eine mögliche Antwort: Serious Games. Samuel, ich muss dir etwas Trauriges sagen. Menschen auf der Flucht ist ein Computerspiel, das vom Bürgerkrieg im Kongo handelt. Es ermöglicht Jugendlichen, sich emotional in die Situation eines Flüchtlings zu versetzen. Das Spiel der Firma Serious Game Solutions hat im April den Deutschen Computerspielpreis für das beste Serious Game 2013 erhalten. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Dazu der Spieleentwickler und Geschäftsführer von Serious Game Solutions, Ralf Stock. Serious Games sind Spiele, die einem Zweck dienen, der über den reinen Unterhaltungsaspekt hinausgeht. Das kann also zum Beispiel ein Werbespiel sein, das kann ein Lernspiel sein, das ja den Zweck auch noch verfolgt, eben Menschen was beizubringen. Das kann aber auch ein Raucherentwöhnungsspiel sein, das zum Beispiel den Zweck hat, Menschen vom Tabak zu entwöhnen. Bei der Entwicklung von Serious Games gibt es vor allem eine Herausforderung: das Verknüpfen von Spiel- und Lernelementen. Letztlich ist es so, dass wir versuchen, dass der Lerngegenstand und das Spiel eine Harmonie miteinander eingehen können, dass also beides so ineinander verwoben ist, dass der Spieler beim Spielen gar nicht merkt, dass er lernt, und im besten Fall auch bei den Lernelementen auch gar nicht merkt, dass er jetzt in einem Spiel ist. Das ist also letztlich dann ein gelungenes Game-Based-Learning-System. Ein Bereich, in dem Serious Games erfolgreich genutzt werden, ist das Gesundheitswesen. Auch im Europlus Seniorenpflegeheim in Mittweida kommen Konsolenspiele zu verschiedenen Zwecken zum Einsatz. An erster Stelle steht erstmal das Wohlbefinden, der Spaß, in der Gemeinschaft was zu tun. Ich kann noch was, ich entscheide selber, ich kriege dadurch Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein wird gestärkt. Natürlich auch die Beweglichkeit, die Motorik, die kognitiven Fähigkeiten, das Umsetzen, Auge-Hand-Koordination. Die meisten Bewohner kommen hier zum ersten Mal mit Konsolenspielen in Berührung. Das Ausführen einer bestimmten Bewegung und das gleichzeitige Betätigen der Konsole ist für sie eine ganz neue Herausforderung. Zum einen machen das die meisten Senioren, die Bewegungseinschränkungen haben, das heißt, die im Rollstuhl sitzen oder die Bewegungseinschränkungen haben, dass sie nicht mehr längere Zeit stehen können. Dann ist es natürlich so, dass sie ihre Arme gut bewegen müssten. Mit Serious Games können Senioren kognitive Fähigkeiten trainieren und ihr körperliches Wohlbefinden stärken. Auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens werden sie erfolgreich eingesetzt. Bei der Rehabilitation von Patienten nach einem Schlaganfall oder Schädelhirntraumata können durch speziell entwickelte Spiele langsam wieder Bewegungsabfolgen wie Greifen oder Laufen erlernt werden. Neben dem Training haben Serious Games einen entscheidenden Nebeneffekt: sie machen Spaß. Es ist also belegt, dass Computerspiele nicht pauschal nutzlos sein müssen. Richtig eingesetzt können sie durchaus die kognitiven Fähigkeiten trainieren oder die Fitness verbessern. Im nächsten Podcast zeigen wir euch, wozu ein Second Screen gut ist und wie inzwischen Fernsehen mit den sozialen Netzwerken verbunden wird. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.